20 Kühe. Und Patty ist meine Lieblingskuh. Oh, von da vorne kommt einer. Dann über die Ohren. Sieht die nicht toll aus? Am Wochenende schlüpfen Otto und sein Bruder Arndt schon früh in ihre Overalls. Die Arbeit ruft. Also den Anzug, den habe ich an, weil wenn ich jetzt meine normalen Sachen anhab, dann ist es ja ein bisschen blöd, dann werden die ja dreckig. Zur Ausstattung gehören auch ein paar Gummistiefel, denn da draußen ist es schlammig. Gucken wir mal, ob hier die Kühe ihren Kindergarten öffnen. Ja. Und. Mal gucken, ob die Silageballe noch für heute Mittag reicht. Ja. Otto lebt in Poritz in Sachsen-Anhalt. Die Weiden von Ottos Rindern liegen am Rande des Dorfes. 100 Tiere besitzt die Familie und Otto kennt sie alle mit Namen. Ottos Opa betreibt ökologische Landwirtschaft. Das heißt, die Rinder haben viel Platz auf den Wiesen und fressen nur natürliches Futter. Mein Vater und mein Opa, die haben Landwirtschaft betrieben. Und mein Vater hatte auch eigene Kühe und dann bin ich da auch mit hingekommen manchmal. Und beim Opa auch. Und dann habe ich mir die halt so angeguckt und habe mich dafür begeistert. Und jetzt finde ich so. Und jetzt gehe ich halt mit denen immer. Also finde ich halt ganz toll. Mit der Liebe zu den Rindern ist Otto auf die Welt gekommen. Sein Vater war sein großes Vorbild. Vor 8 Jahren ereilte Otto ein schwerer Schicksalsschlag. Sein Vater starb an einer schlimmen Krankheit. Ich habe dann von meinem Vater halt 20 Rinder geerbt und für die trage ich jetzt immer noch die Verantwortung. Eine Riesenverantwortung für einen 11-Jährigen. Also ich gucke nach meinen Kühen eigentlich in den Ferien sehr oft. Am Wochenende auch ein paar Mal und dann in der Schulzeit immer nachmittags. Also ich habe schon oft versucht, einen schulfreien Tag rauszuschinden, wenn ein Ferse ein Kälbchen kriegt, aber geht leider nicht. Schaffe ich nicht. Otto kann seine Rinder genau unterscheiden. Also zu den Rindern gehören Bullen. Das sind die männlichen Lebewesen, sag ich mal. Da sind die Kühe, das sind die weiblichen. Und die Kälber, das sind die Kinder. Und dann gibt es noch Fersen. Das sind junge Kühe, die noch kein Kälbchen zur Welt gebracht haben. Frühstückszeit für Ottos Rinderherde. Und dann muss ich die aber füttern. Und dann lecken die mich halt manchmal an, riechen. Und dann befreunde ich mich auch mit ihnen an. Dann werden die ganz zahm. Deshalb haben sie vor Otto auch keine Angst. Nicht nur wegen dem Futter. Bei Fremden rennen die Rinder sofort weg. Also die Kühe, die sind jetzt schon so interessiert auf die Walle, weil die genau wissen, dass jetzt etwas lecker ist und die haben auch alle Hunger. Tommy, das ist unser Ochse. Ja. Der wird zu Weihnachten geschlachtet. Und dann gibt es schöne Rouladen. Ne, ist zwar nicht schön so, aber gibt dir was zu essen von. Wenn so ein Ochse, so ein Bulle geschlachtet wird, bin ich manchmal, also bin ich auch so traurig ein bisschen, weil man ihn halt nicht mehr sieht und wenn der jetzt so. Dass ich mal so brav war, dass man immer streicheln konnte, dann vermisst man den auch. Aber der Vorteil ist halt, man hat halt was zu essen. Doch daran denkt Otto selten. Für ihn ist es wichtig, dass es seinen Tieren auf der Weide gut geht und sie zutraulich werden. Eine kleine Bestechung erhält die Freundschaft. Äpfel als Nachtisch. Wenn man dir zum Beispiel
so mit Leckerlis anlocken, mit Brot oder mit Obst, mit Äpfeln so, dann merken die sich halt so, ja, der hat mir nur was Gutes getan. Und wenn man die jetzt haut oder so, das schlägt so grundlos, dann merken die sich auch, nee, der will nicht mehr, der will mich nur hauen. Ja, also man kann denen beibringen, dass die jetzt auch auf ihren Namen hören oder halt, dass die ruhig bleiben, wenn, oder dass man nicht streicheln kann. Aber man kann jetzt nicht Tricks beibringen wie so ein Hund. Der Spruch, dumme Kuh, trifft eigentlich nicht zu. Die Kühe, die sind halt, die können ja auch nichts für, die kennen ja nicht so richtig, die lernen halt sehr schwer oder viel schwerer als Menschen. Und deswegen sagt man halt manchmal auch dumme Kuh, weil sie das nicht so richtig versteht, so schnell wie ein Mensch. Otto ist stolz auf seine Rinder. Die schönsten zeigt er deshalb sogar bei Schönheitswettbewerben für Kühe. Nach dem Frühstück für die Tiere gibt es Frühstück mit der gesamten Familie. Das ist für alle wichtig. Für seinen Bruder Arndt, Ottos Onkel Steffen, den Opa, den Omas und seine Mama. Die Familie hält zusammen. Ein besonders enges Verhältnis hat Otto zu seinem Opa. Ey, du kriegst aber nicht alles, ja? Was liegt heute an? Was musst du alles noch machen? Ich muss noch die Patty füttern und dann noch mal zu den Hühnern gucken, weil das eine Huhn, das legt gerade ein Ei und da muss ich noch mal gucken, ob das Ei schon da ist. So Otto, bevor du anfängst mit Arbeiten mit Opa, gehst du erstmal hoch und räumst ein bisschen dein Zimmer auf. Ja, klar. Verstanden? Alles klar. Ottos Reich ist in der ersten Etage des Bauernhauses. Neben vielen Tierbüchern fallen in Ottos Zimmer die Pokale, Plaketten und Fotos von Kuhschönheitswettbewerben auf. Also da bin ich 2012 war das, also dieses Jahr, mit dem Bullen Tamme. Mit dem habe ich in meiner Altersgruppe den ersten Platz gemacht. Er ist mir einmal auf den Fuß getreten, glaube ich. Das hat sehr doll wehgetan. Weil so eine Jungbullen, die wiegen ja auch schon was. So 900 Kilo, sag ich mal. Und deswegen sollte man auch, wenn man ein Tier führt, Stahlkappenschuhe anziehen. Der Jury müssen die Tiere nach bestimmten Regeln vorgeführt werden. Da ist es gut, wenn Ottos Rinder ihm vertrauen. Das war in MacPom, Bayer Landtiershow. Da bin ich deutscher Meister geworden. Fürs Führen, Rangieren und Bewerten. Oder Benoten kann man es auch nennen. Und das war bisher mein höchster Erfolg. Und das ist einer der größten Auszeichnungen, die man für die Zucht von Rindern erreichen kann. Also die Kampfrichter, denen kommt es darauf an, wie man mit dem Tier halt aussieht, ob das Tier schön geputzt ist und ob man es gut gepflegt hat. Und dann gucken sie auf die Keule, auf die Bemuskelung, auf das Skelett und darauf auf den Typ halt, wie die Farbe des Fells ist, ob die rassengetreu ist oder ob die weiße Flecken hat. Mehrfach im Jahr nimmt Otto an solchen Kuhwettbewerben teil. Auch sein kleiner Bruder Arndt. Mein Bruder ist eigentlich ein ganz netter Typ und er nervt halt auch manchmal. Und wenn jetzt zum Beispiel Opa sagt, Otto, du kannst das schon machen und Arndt darf das noch nicht machen, dann ist er aber neidisch. Trotzdem verstehen die Brüder sich prächtig. Im gemeinsamen Spielzimmer trainieren die beiden für die große Landwirtschaft schon mal im Kleinen. Mit richtigem Tierfutter in den Hängern der originalgetreu nachgebauten Landmaschinen. Okay, überall heißt er nicht hier. Ja, die Kuh. Also alles hätte, was ich und Arndt von Siku haben. Komm, mach schneller. Das Leben auf dem Bauernhof ist für Otto nicht nur Spiel. Also in der Zukunft möchte ich Landwirt werden, weil ich endlich hier auf dem Hof geboren bin und also groß geworden bin und weil ich halt alles kenne. Und der Hof, der muss ja auch weitergeführt werden, da kann man ja nicht so einfach verkaufen, dann
Kann tut man schon, aber es wäre nicht schön. Zu Ottos Hof gehören viele Tiere. Das ist Lena, das ist unser Wachhund. Die hat jetzt, also morgen hat sie, nee, übermorgen hat sie ein Jubiläum bei uns, ein jähriges Jubiläum. Und weil wir letztes Jahr in der Oktoberferien haben wir sie gekauft, weil davor am Wochenende wollten sie bei uns ein Auto, also das Auto kaufen von meiner Mutter, und dann haben wir uns den Hund gekauft. So, bei eBay Kleinanzeigen haben wir den gefunden und haben dann gekauft, die Lena. Sie ist erst Buffy, aber haben umhin dann ach, als Lena. Na, Lena. Und sie ist halt ein ganz treuer Hund. Hier vorne sind die Bullen. Der eine, der frisst gerade. Das ist Udo. Das wird unsere Deckbulle. Wenn er, also nächstes Jahr. Und das da hinten ist Tasso. Na, Taras, komm her. Na, komm her. Na, komm. Also wenn eine Kuh einen riecht und anleckt, dann heißt es immer so, sie denkt nicht, du bist eine Gefahr für sie. Sie denkt, sie weiß, du tust ihr nichts, und dann fühlt sie sich halt auch sicher bei dir. Und wenn man dann irgendwie so Parfüm oder Deo drauf hat, dann ist sie auch manchmal sehr verunsichert, weil sie dann nicht mehr weiß, wer das ist. Staubs, aber... So, und jetzt zeige ich euch noch meine Fersen. Einige Fersen stehen nicht auf der Weide, sondern im Stall. Sie sind besonders wertvoll, weil sie bald Nachwuchs bekommen sollen. So, das ist die Ulla, aber wir nennen sie eigentlich nur Kalbmose. Weil das hat Opa sich ausgedacht. Für ihn heißt jedes Kalb Kalbmose. Aber wir, das hat sich bei der so erhalten. Kalbmose. Kalbmose hat auch eine Nummer. Das ist so etwas wie ihr Personalausweis. Mit der Nummer kann sie überall in Deutschland als ein Kalb von Ottos Hof erkannt werden. Neben den Rindern gibt es auf Ottos Bauernhof natürlich noch andere Tiere. Die Laubenten, die sind Enten, die aufrecht gehen. Sie können auch fliegen, aber tun es eigentlich nicht so. Es gibt sie in verschiedenen Mustern, also in den Wildenten. Es gibt sie auch in Weiß und in Braun, glaube ich. Und das Männchen heißt Pummelchen. Oder Pummel. Und das Weibchen heißt Bummel. So haben wir sie genannt. Bei Otto bekommen alle Tiere einen Namen. Auch im Hühnerstall gibt es so manches zu entdecken. Oh, ein Ei. Ist ja noch warm. Das Entonei, das ist dafür da, dass die Hühner das sehen und dann denken sie, ja, da ist ja schon ein Ei, da lege ich noch eins zu. Wieder rein.
Ja. Es ist alles voll. Ottos Dorf liegt in der Prignitz. Hier gibt es riesige Wiesen. Otto ist mit seinem Opa auf dem Weg zu seinen Weiden. Ein Zaun muss repariert werden. Jetzt gucken wir mal, wo der Zaun kaputt ist. Und hoffentlich ist nicht ein Tier durchgelaufen schon. Mit Schwung musst du das machen. Sag mal, ich zeig's dir nochmal. Ja, so. Sag mal. Das ist nämlich Akazie. Und da geht ganz schlecht Nadel rein. Mit aller Gewalt kloppen. So. Und treffen. Vom Opa, da habe ich schon gelernt, das Treckerfahren. Oder wie man mit Kühen umgeht, wie man die frisiert und wie man die wäscht und wie man die putzt und halt alles, was ich weiß. So auch mit Landmaschinen, wie die heißen und wie das alles, wie die zu bedienen gehen und sowas alles. Auf seinen Opa kann Otto sich immer verlassen. Und er hat von ihm fast alles über die Rinderzucht gelernt. Bulle Timmy sorgt für den Nachwuchs und ist der Vater der meisten Kälbchen hier. Kalbung. Bis jetzt, also zurzeit sind 21 Kühe von ihm tragend. Auf dieser Weide ist der Kuhkindergarten und dort gibt es große Löcher. Na, ich vermute, dass die da drinnen ihre Kälber, dass die Kälber sich da reinlegen können als Schutz vor irgendwelchen Wildtieren, zum Beispiel vor Wölfen. So. Hier ist es. Und hier legen sie sich denn die Kälber rein. Hier und dort. Und dann können sie jetzt auch, wenn jetzt der Regen von da kommt, so runter, dann können sie sich da auch ein bisschen drin verstecken. Das Heimatland der Angusrinder auf der Weide ist eigentlich Schottland. Sie werden nicht gemolken, liefern aber wertvolles Fleisch. Außerdem sind sie ökologische Rasenmäher. Heute will Otto mit einer seiner Kühe für einen baldigen Schönheitswettkampf trainieren. Opa. So, Otto, komm, jetzt fangen wir erst die Fetti ein. Und heute Abend. Dann kommst du im Treibewagen. Ja. Noch ahnt Patty nicht, dass sie eingefangen werden soll. Otto, geh mal so. Komm. Weil die Rinder Herdentiere sind, gehen sie ungern allein. Damit es unter den Kühen zu keinen Rangeleien kommt, müssen alle separat abgesperrt werden. Durch den ständigen Kontakt zwischen den Kühen und ihren Menschen lassen sie sich ohne Stress treiben. Trotzdem muss Otto jetzt genau aufpassen. So, Otto, nu komm, mit ran. Ede, zurück! Du, geh mal zurück! Zurück! Oh, unten durch! Ey! Weg! Komm mal raus hier! Raus! Raus! So, jetzt müssen wir den Treibewagen holen. Patty erwischt Opa. Ja, ja. Na? Das ist aber freudig. So. Für mich ist der Kontakt zu meinen Rindern wichtig, weil man, wenn man jetzt auf die Wiese kommt und jetzt mal anderen das zeigen will, dass sie nicht gleich auf einen losgehen oder so. Dass sie ja nicht angreifen wollen. Und dann fahren wir es noch weiter zurück, bis ranstößt. Auf. Na komm. Oh, für die.
Na komm. Also wir haben jetzt halt die Kuh eingesperrt und jetzt werden wir halt mit dem Trecker bis zu unserem Hof fahren und sie kann laufen und sie kann halt sich auch nochmal ein bisschen nach hinten zurückfallen lassen oder kann so nach links und rechts noch ein bisschen, aber sie ist halt nicht ganz frei. Ferse Patty nimmt es gelassen. Es ist nur ein Kilometer bis zum Hof. Aber der Weg kreuzt eine Bundesstraße und geht quer durchs Dorf. Patty bewältigt die Strecke ganz gelassen und friedlich. Beim Training putze ich sie einmal, dass es auch noch mal schön aussieht und das Vertrauen von Mensch und Rind zu fördern. Besonders das Fell muss gründlich gereinigt werden, wenn sie an einem Wettbewerb teilnehmen wollen. Also eigentlich ist das für die so wie so eine Massage für uns Menschen. Das finden die ganz toll, wenn man die so putzt. Jetzt sind Pattys Füße dran. Komm her, ist doch gut, bleib mal stehen. Patty, bleib mal stehen. Beim Füßesäubern muss immer ein Erwachsener dabei sein, denn Kühe können ganz plötzlich unberechenbar schubsen. Obwohl Otto und Patty ein enges Vertrauensverhältnis haben, hat er auch Respekt vor ihr. Spülst du mal noch mal ab hier? Ja? Ja, noch mal. Gut, für heute muss das reichen. Ja. Für eine Show müsste man das intensiver machen. Gut. Heute ist ja keine Show, sondern nur eine Probe. Damit die wie unter Wettkampfbedingungen ablaufen kann, müssen eine Wettkampfarena her, ein abgespanntes Rechteck, 10 mal 20 Meter. Freddy, du musst da mal hingehen. Ja, ist so. Und Zuschauer. Wettkampfkuh Patty muss jetzt alles geben. Sie muss Ottos Anweisungen folgen und sich die abzulaufende Strecke merken. Die erste Runde geht noch etwas stockend. Ich muss jetzt hier immer rumgehen und der Richter, das war Arndt immer, muss denn ein Zeichen geben, dass ich anhalten soll? Ja. Und dann muss ich ihm die Kuh oder die Ferse präsentieren. So, was das Tier zu fressen kriegt oder wie es lebt, ob es im Stall lebt oder ob es auf der Wiese lebt und wie der Vater heißt, wie die Mutter heißt und sowas alles. Otto, das hat aber gut gemacht. So, jetzt kann der nächste Wettkampf kommen. Noch ist Zeit, bis es soweit ist. Aber sie sind für künftige Siege gut vorbereitet. Otto und seine Rinder.